Diese vier Kandidaten sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um eine Menge Geld zu gewinnen. Problem, dabei steht ihnen die Quiz-Elite gnadenlos im Weg. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind unsere vier Mutigen heute. Alle der Meinung, die Elite schlagen zu können. Und ich bin sehr gespannt, mit wem wir es heute zu tun haben. Ja, hallo, ich heiße Malte Redens, ich wohne in Mörs und ich mag zwei Dinge: Eisenbahn und Theater. Moin, mein Name ist Christine Püschel und ich wohne im schönen Delmenhorst. Wenn ich nicht gerade mit dem Hula-Hoop-Reifen zugange bin, reise und fotografiere ich gerne. Hallo, ich bin Marco Kupferschmidt, ein kleiner Technik-Nerd aus Hirschfeld im schönen Sachsen. Und wenn ich nicht gerade rumnörde, dann überwache ich die Baustellen der Deutschen Bahn. Hallo, mein Name ist Adelheid Wild. Ich komme aus dem malerischen Hausham in Oberbayern und ich glaube, wir sind heute ein super Team. Das hoffe ich doch sehr. Adelheid mit Marco, Christine und Malte. Herzlich willkommen nochmal ganz offiziell. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das ist unsere Mannschaft des heutigen Abends. Hoffentlich eine Gewinnermannschaft. Ihr kommt nacheinander zu mir. Das wisst ihr. Holt schon mal viel Geld in der Schnellraterunde bitte, um dann jeweils mit dem Geld ins 1:1-Duell zu gehen. Wer es gewinnt, ist im Finale. Wer verliert, muss heim. Und beginnen wird Malte heute. Malte, guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Danke. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, aus Mörs bist du, sagtest du? Genau. Ja. Ich bin jetzt da hingezogen, ich bin da geboren, wo du auch geboren bist. Ach, tatsächlich, bist du Norddeutscher? Kieler. Ja, ach guck mal, was verschlägt dich nach Mörs dann? Die Arbeit. Okay, bist du gut vorbereitet? Klar, sagen sie alle. Nein, das wird gut werden, denke ich. Muss. 60 Sekunden, gib mir viele richtige und deine Zeit startet jetzt. Was beginnt traditionell am 11.11. um 11.11 Uhr? Die fünfte Jahreszeit. Welche Spitzenpolitikerin veröffentlichte Ende 2021 das Buch Was also ist mein Land? Sarah Wagner. Angela Merkel. Welches schmale Nebenmeer liegt zwischen Afrika und Asien? Das Rote Meer. Ja, der wissenschaftliche Name der Abgottschlange lautet, wegen ihrer Art Beute zu erlegen, Boa. Konstriktor. Super. Was wird auch als die fünfte Fassade eines Hauses bezeichnet? Dach. In welcher Hauptstadt Nordeuropas wurde 1975 die KSZE-Schlussakte unterzeichnet? Helsinki. Welche Farbe hat der Zug auf dem Gefahrzeichen Bahnübergang? Schwarz. Welchen D-Mark-Schein ziert das Porträt der Komponistin Clara Schumann? 20er. 100er. Aufgrund des Brexits ist das Länderkennzeichen für britische Autos seit September 21 nicht mehr GB, sondern? Weiter. UK. Welcher Rainer Werner schrieb mit 19 Jahren das Theaterstück Tropfen auf heiße Steine? Weiter. Fassbinder. Welches Tiersymbol an Baumaschinen steht für eine langsame Betriebsgeschwindigkeit? Schnecke. Schildkröte. Liegt Keitum in Deutschlands Norden oder Süden? Was hättest du gesagt? Norden. Es wäre richtig gewesen. 3000 hast du gemacht. Ist gut. Oh, sehr schön, oder? Waren ein paar gute dabei. Ja, den Fassbinder dachte ich, Christoph, ja, mal bei den Vornamen. Die Aufregung denn. Ja, aber die hast du gut im Griff gehabt, oder? Ja. Oder bist nicht zufrieden mit 3.000? Der Ehrgeiz ist es schon, aber gut, 3.000 sind nicht schlecht. Aber freut mich aber zu hören, dann bist du ja auf jeden Fall gleich ehrgeizig im Duell dann. Die Frage ist, gegen wen? Habt ihr einen Wunschgegner, einen Wunschjäger, Jägerin? Ja, ich würde Jan Bosnick gerne mal kennenlernen. Ja, also da ist er auf jeden Fall heute. Können wir was arrangieren? Ich weiß nur nicht, ob er auch drankommt. Ich guck mal, wer es hinter die Bühne geschafft hat mit euch. Ich hätte im Angebot den Besserwisser, Sebastian Klussmann. Modisch kann man unserem Berliner ja gar nichts vormachen. Dieses Jahr geht Animal Print und Pastell. Der Quizdoktor ist da, Dr. Thomas Kinne. Er diskutiert Mode am liebsten beim Earl Grey mit seinem Herrenausstatter, wie wir sehen. Oder Sebastian Jacobi ist da, der Quizgott, bleibt sich ja modisch jährlich treu. Herzlich willkommen in der Grauzone. Gut, da ist kein Herr Nagorsnik jetzt, aber da musst du einen von denen nehmen. Ja, ich bin da flexibel. Das ist auch richtig so. Hier kommt der Jäger. Herr Klussmann, guten Abend, herzlich willkommen. Das ist ja jetzt wieder ein... Pui, muss man erstmal sich eingucken ein bisschen. Ja, guten Abend, Herr Bommes. Guten Abend. Eingucken. Ja. Malte aus Mörs, möchte ich Ihnen vorstellen. Genau, ich begrüße erstmal Malte, hallo. Hallo. Spielt gerne Theater, kennt sich mit Eisenbahn aus. Sind Sie am richtigen Platz. Ja, das glaube ich auch. Da wird viel Theater unten gespielt. Naja, da oben, das ist schon was. Da mögen Sie einmal, ist es ein... Was ist das? Ein Affe? Ein Affe. Ein Sehr Affe. Gut, ja. Ja. Na gut. Noch genauer? Hm? Kleiner erster Test. Pavian. Pavian fast. Der Pavian wäre hinten so rot, glaube ich. Ne? Der ist eher vorne so rot. Ja, war nicht so weit. Mandrill. Das ist ein Mandrill.
Ein Mandrill, okay. Wir kommen mit 3000 Euro, Herr Klussmann, hier an den Tisch. Malte hat eine schöne Schnellraterunde gemacht und wartet auf die ersten Angebote. Tja, Malte, unten ihr Abstellgleis, 1000 Euro. Es zeichnet ihn aus, dass er über seine Witze am meisten lacht, immer selbst. Ja, ja, erst gelacht. Ja, das hat mich sehr erfreut. Schnellspur. 13.000. Schnellspur. Das habe ich jetzt von Malte nur übernommen. So, Malte, 1.000, 3.000 oder 13? Was machen wir? Ich nehme die 1.000. Gehen wir runter. Malte, ja. Habe ich sie ganz falsch eingeschätzt. Ja, aber ja nochmal Glück gehabt, bevor es dann 100 geworden wären. Damit hat er für euch natürlich die unteren Angebote versaut für den Rest des Abends. Ab jetzt nur noch Minus. Die wollen sowieso zocken. Die Jagd beginnt. Ja, die wollen zocken, klar. So, 1000 Euro, Malte gegen Herrn Klussmann. Welches Schulfach ist als einziges im Grundgesetz verankert? A. Deutsch, Mathematik oder Religion? Oh, schöne Frage. Schöner Start, für mich auch. Was hast du genommen, Malte? C. Religion. Aha. Was ist die richtige Antwort? Sehr schön. Welcher Artikel, Herr Klussmann? Was? Oh, Deutsch. Ja. Ach, das ist ja interessant. Nee, das hätte ich nicht gedacht, dass sie patzen. Wir haben ja Religionsfreiheit, das ist Artikel 4, aber über Schule quasi Verankerung ist Artikel 7 Absatz 3, Herr Klussmann. Nacharbeiten. Ja, ja. Nach Schule schon lange nichts mehr zu tun. Na, sehr gut. Okay, guck mal du, mit 1000 Euro so viel Abstand. Naja, gut, nächste Frage kommt. Womit wurde der zweithöchste Turm der Sagrada Familia in Barcelona Ende 2021 nach 140 Jahren Bauzeit vollendet? A. Goldener Hahn, B. Zwölfzackiger Stern oder C. Mondsichel aus Silber? Schon mal dort gewesen? Schon mal sehr hübsches Gebäude, sehr eindrucksvoll. Ja. Und was ist oben drauf? Tja, muss ich nur raten, ich hab's nicht gewusst. Ich hab auf B gesetzt, den zwölfzackigen Stern. Weil du ein zackiger Typ bist auch. Ja. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut, Malte. Super. Zweiter Schritt. Was sagt der Jäger? Na, guck mal. Auf den anderen, ja. Ich glaube, Malte, dass er das mit Absicht macht, um dir nochmal die untere Variante reinzureiben hier. Das ist Psychoterror. Weil mit der Hasenfuß-Variante 5 Felder Vorsprung, das haben wir auch nicht häufig. Ja, das kriegt irgendwie die Legende ein oder so. Ja. Weiter geht's. I'll be there for you heißt die Titelmelodie welcher US-amerikanischen Sitcom? A. Golden Girls, King of Queens oder Friends? Das kann ich nicht falsch machen. Was hast du genommen? Ich habe C genommen, Friends, aber ich gucke ungefähr so viel Fernsehen wie Herr Nagosnik. Okay. Also insofern pures Raten, aber I'll be there for you klingt ja eigentlich schon ein bisschen nach Friends. Guck mal, und selbst wenn es Raten ist, solange es richtig ist, kannst du hier machen, was du willst, Malte. Denn richtig ist C, sehr gut. Was sagt der Jäger? Ärgert mich ein bisschen, hätte ich mal falsch machen sollen. Was man nicht hat, guckt man halt im Fernsehen. Hier kommt die hoffentlich letzte Frage. Mein Gott, das ist ja ein Bild hier. Könnte klappen, ja. Welcher Künstler malte 1907 das Gemälde Bauerngarten mit Sonnenblumen? A. Gustav Klimt, Vincent van Gogh oder Paul Gauguin? Das ist mein Abend, Herr Klussmann. Das ist ja Wahnsinn. Ich hatte das lange im Gästehaus neben Edvard Munchs Schrei, aber dann habe ich es irgendwann auf Klussmanns Anzug entdeckt und dann habe ich es abgehangen. Was hast du genommen? Ich habe auf C gesetzt, Paul Gauguin. Oh, naja, gut. Einen verzeih ich dir. Also wirklich gut drauf heute. Ich bin ne? gut ja. drauf heute. Ich habe hier das. Es ist nämlich. Was machen Sie mit dem Mann? Bitte? Ah, Gustav Klimt. Den hat er nämlich wirklich auf dem Anzug. Oder so eine Jacke. Das, ja, aber es war doch der Kuss. Was sagt der Jäger? Ja, habe ich schon gesehen. Achtung, Malte, jetzt wird's richtig eng, ne? Ja, ja. Ich schon ein bisschen feucht. Alter Schwede, gut, dass du nicht gezockt hast, du. Eben. Hei, hier kommt die nächste Frage. Leinschauspieltheater. Jetzt geht's, Malte. Nee, ich war nur der Zuschauer. Die offiziellen Namen wie vieler Staaten beginnen mit Vereinigt A. 2, 4 oder 6? Schnell machen. Ja, jetzt auf C6 getippt, aber
Reingeraten. Ich hätte spontan Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich, Emirate. Mhm. Und jetzt ist Schluss bei mir. Zählt man in der Regel noch einen dazu und dann hat man vier. Nämlich? Max, hier. Staaten von Estados Unidos de México. Mexiko. Ist bei uns auch so? Gut, dann sind es nicht sechs, sondern vier. Was sagt der Jäger? Ich möchte fürs Protokoll sagen, ich hätte auch vier genommen. Also ich bin noch völlig Tausche, weil drei war nicht da, deshalb dachte ich, dann ist vier, weil ich war ja schon spontan über zwei. So. Und mit Mathe hat es auch geklappt. Weiter geht's, Malte. Jetzt aber bitte. Welches dieser drei Wörter bedeutet nicht das gleiche wie die beiden anderen? A. Stylisch, stilvoll oder stilistisch? Eins bedeutet nicht, nee, jetzt, ja. Also geht ja nicht um mich hier, aber ich hätte C genommen. Ach, das ist eine gute Idee, das habe ich auch gemacht. Ja, verdammt, ich wäre patzerfrei durchgegangen, Herr Klößmann. Mhm. Anders als Sie. Wie Ihnen das glauben. Was ist die richtige Antwort? Und dafür bin ich stylisch. Meise, du Eisenbahn und Musical. Das ja, ist richtig geholfen, Leute. Gut gemacht. Bis die weiter geht. Christine, weiter geht's. Guten Abend nochmal. Das lief doch gut schon mal. Ja, ja, bin zufrieden. Ja, hat er gut vorgelegt. Habt ihr euch untereinander abgesprochen mit Taktik? So ein bisschen. Okay. Aber das wollen wir jetzt nicht so sagen. Nee, das ist okay. Ich wollte es nur für mich. Dann habe ich ein gutes Gefühl, dass ihr top vorbereitet seid, auch als Team. Du machst, was sagst du, wenn Hula Hoop? Oder? Genau, richtig. Also alles Mögliche an Sport. Mit Hanteln, Fahrradfahren, Stand-up-Paddeln. So, dann wollen wir mal loslegen. 3000 hatten wir eben in der Schnellraterunde. Das war schon top. Wollen wir mal gucken, was wir für dich hier zusammengestellt haben. 60 Sekunden. Ich drücke die Daumen ab jetzt. Hannah Chaplin war die Mutter welches Schauspielers? Charlie Chaplin. Welches Bundesministerium hat die Grundrente auf den Weg gebracht? Wirtschaftsministerium. Arbeits. In welches wärmende Kleidungsstück ohne Taschen steckt man von beiden Seiten die Hände? Muff. Die Trennung von welcher Yvonne gab Schauspieler Oliver Vnuk Ende 2021 bekannt? Ja. Jeder Trekkie kennt die Begrüßung, wir sind die Borg, sie werden von uns assimiliert. Widerstand ist? Zwecklos. Zu welchen Haustieren zählt die Burma-Rasse? Die was? Burma-Rasse. Katze. Ja, unter den 13 Nobelpreisträgern des Jahres 2021 waren wie viele Deutsche? Drei. Zwei. Mit welcher Pop-Legende sang Ed Sheeran 2021 den Song Merry Christmas? Weiter. Elton John. Welches Gemüse nennt man auch Krautstiel oder grünes Gold? Weiter. Mangold. Wie lautet der auf einen antiken König zurückgehende Fachausdruck für einen monumentalen Grabbau? Mausoleum. Super. Musikproduzent Mark Ronson heiratet 2021 mit Grace Gummer, die Tochter welcher Oscar-prämierten Schauspieler? Ja. Erschien Bibi Blocksberg zuerst als Hörspiel oder als Zeichentrickserie? Wie hoch ist die Prozenthürde bei Bundestagswahlen? 5%. Und was für ein Landwirtschaft? Mann, bist du gut. 4.500 Euro. Richtig gut, du warst aber auch voll im Quiz-Tunnel, oder? Ja. Richtig toll hast du gemacht. Jetzt wollen wir mal schauen, was er dir anbietet. Ja? Hier kommt der Jäger. Was tuscheln Sie da? Wir haben nur gerade überlegt, wie es aussähe, würde ich sowas tragen. Ich glaube, es würde nicht passen. So, Herr Klößmann, willkommen zurück. Tolle zweite Runde habe ich hier gerade erlebt. 4.500 Euro von Christine aus Delmenhorst. In der Tat, sehr stark. Hallo, Christine. Danke. Ich hatte noch überlegt, ich habe so einen Blazer in Schlangenoptik, aber das wäre jetzt für die Kamera zu viel gewesen, wir zwei. Es wäre auch für die Millionen draußen zu viel gewesen. Dann. Ja. Was machen Sie aus den 4.500? Haben Sie Ihre Lektion gelernt gerade? Ich glaube, das Team hat die Lektion gelernt. Ne? Nicht nochmal so ein Malte machen, Christine. Minus 500 Euro. Ah, es war klar. MDM. Marco lacht wenigstens. Ja, wir verlieren. Mach den Malte. Christine, Sie haben es ja fast geschafft mit dem 5000er Club. Ich biete Ihnen noch eine Chance. 5000 Euro. Was? Was ist das denn jetzt? Naja, dann ist es klar, ne? Dann bleibe ich bei 4000. Was haben Sie denn genommen? Was ist denn das für ein Angebot da oben? Bitte, ist ja wohl mehr? Sie haben doch eben schon, was haben Sie denn bei Malte? Kandidaten träumen davon, in den 5000er Club zu kommen. Das jetzt. Boah, das ist aber pur jetzt, Herr Klößmann. Das haben Sie doch gar nicht nötig. So, wir bleiben, ne, oder? Wir bleiben, ja. Ja, 4.500 Euro. Und das nimmst du jetzt als gute Provokation. Mhm. Die Jagd beginnt. Genau.
Spaß. Ja. Frage der Mandrill aus Steglitz. Ja. Nach plus x und, plus mal und geteilt durch betitelte Ed Sheeran 2021 sein neuestes Album mit welchem mathematischen Zeichen? A. Gut, dass ich meine Brille nicht auf. Minus ist gleich oder größer als. Also da sind sehr stark, sehr gut. Danke, da sind mir die Artikel des Grundgesetzes doch deutlich näher. Was hast du genommen, Christine? Kennst du dich aus? Nee, ich kenne mich gar nicht damit aus, aber es macht für mich jetzt nur A Sinn. Minus? Ja. Ach so, plus mal geteilt durch und dann fehlt Minus, ne? Okay, das macht Sinn. Was ist richtig? Minus. Klingt doch gut. Oh, nee. Equals heißt es, oder? Oder ist es nur ein Zeichen? Was sagt der Jäger? Er hat darauf verzichtet, ne? Sein eigenes Album Minus zu nennen, wäre jetzt nicht positiv konnotiert. Klar, beim Intelligenztest wäre das die richtige Antwort. Vollständige Reihe. Ja, darum geht's hier leider nicht. Aber weiter geht's, Christine. Kein Problem. Nächste machst du richtig. Typisch für die Insel Korsika ist ein Bier, das womit gebraut wird? A. Mit Oliven, Kastanien oder Eukalyptus? Wow, lecker. Tudum. 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 Also, ja, was hast du genommen? Hast du was ausgeschlossen? Ja, also ich finde C Eukalyptus, unplausibel. Oder? Ja. Ich hatte zwischen A und B überlegt. Oliven wäre mir aber irgendwie zu naheliegend, wegen Mittelmeer. Und Kastanienmaronen ist ja auch so ein bisschen in dem Bereich regional verortet. Deshalb hat mein Bauch B gesagt. Auch tatsächlich, Kastanien. Wenn man versucht, das mal irgendwie virtuell zu schmecken, ist vielleicht B naheliegend, oder? Ich weiß nicht. Was ist die richtige Antwort? Kastanienbier. Ja, sehr gut, Christian. Jetzt bist du im Spiel. Was sagt der Jäger? Also nicht ganz das dem Reinheitsgebot folgend, aber klingt lecker. Reinheitsgebot wann? 1516. 17, ne? Da passiert das was anderes geschehen. 1517, ne? So, es geht weiter. Nächste Frage. In welchem Outfit absolvierte Elvis Presley seine legendären Auftritte in Las Vegas? A. Im Jumpsuit, in Blue Jeans oder in Lederjacke? Also. Hoi. Was hast du genommen? Das ist A, der Jumpsuit. Ja, bist du sicher? Gut, was ist richtig? Top, Christine, jetzt bist du doch richtig gut auf dem so Weg. So goldglitzernd, ne? So ganz funkelnd, glaube ich. Nee, oder weiß war der, ne? Weiß, ne? Würde ich auch sagen, oder? Und dann so Pailletten oder Sterne und alles Mögliche. Drauf. Hauptsache Jumpsuit. Genau, das ist völlig richtig. Was sagt der Jäger? Nicht, dass er jetzt auf eine Idee kommt hier für nächste Woche. Habe ich hier schon mal an. Tatsächlich? Ja, aber im Blumenmuster. Und mit kurzer Hose. Okay. Those were the days. Das waren die Zeiten, jawohl. So, drei brauchst du noch, Christine. Läuft gut jetzt? Alles ist in Ordnung, ein Patzer sogar noch frei. Welches Lebensmittel wird in ventilierten Containern auf Schiffen transportiert? A. Weintrauben, Kaffeebohnen oder Chilischoten? Heißt das, es braucht Lüftung, oder? Das Lebensmittel oder wie ist es zu verstehen? Was hast du genommen? Ich habe Kaffeebohnen. Kaffeebohnen, ist das richtig? Ja, sehr gut. Weiter gehst du nach unten. Kommt der Jäger hinterher? Nee. Ich mag das nicht, wenn die so ein bisschen so angetrocknet sind. Der Mandrill aus Marzahn nimmt Weintrauben. Hier kommt die nächste Frage. Segelt man von Tasmanien stur nach Westen, erreicht man welchen Kontinent? A. Afrika, Australien oder Amerika? Christine, sag's mir. Also ich habe Australien genommen. Die Frage ist nur, ob die gerade Linie dann nicht doch weitergeht an Australien vorbei. Also ich, keine Ahnung, was ist die richtige Antwort? Ich hoffe auf Australien. Gerade oder ungerade Linie? Nee, ist Amerika. Was sagt der Jäger? So was weiß der, glaube ich, ja. Ja, zumindest in Afrika kommt man vorbei, das ist zu südlich. Okay. Aber tricky, die Frage. Er macht einen gut und es geht weiter. Auf die letzte Stufe gehst du jetzt bitte mit einer richtigen. Der Tatort aus welcher Stadt hat die höchsten Einschaltquoten? Wollt ihr offen beantworten? Münster, München oder Köln? Wen hast du genommen? Ja, Münster. Münster, ne? Hat die höchsten Einschaltquoten. Was
ist die richtige Antwort. Ja, sehr gut. Axel Prahl und Jan-Josef Liefers, München, Bartic, Leitmeier und in Köln Ballauf und Schenk gucke ich auch gerne. Was sagt der Jäger? Sicherlich auch Münster. Prahl ist toll, den mag ich. So, jetzt kommt die letzte Frage, hoffentlich. Recken Fußballer den WM-Pokal in die Luft, dann zeigen sie die Schöpfung des Designers A. Carlos Alberto, Sir Alf Ramsey oder Silvio Gazzaniga? Christine, Finale, ja oder nein? Also mir war der Alf sympathisch, aber Alf. Ich habe mich für B entschieden. Aus purer Verzweiflung. Was ist die richtige Antwort? C. Was sagt der Jäger? So, Christine, jetzt hast du es richtig schön nochmal dramaturgisch hochklassig nach unten gebracht. Und bitte antworte jetzt richtig, das wäre sonst sehr schade. Punkt. In welchem Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wurde die Republik China ausgerufen? A. 1910er Jahre, 30er Jahre oder 50er Jahre? Die erste, ne? Beide schnell. Ich die jetzt. Was hast du genommen? B. 30er. 1930er Jahre. Ist Christine im Finale? Die erste. Noch nicht, hoffe ich. Oder gar nicht. Was sagt der Jäger? Dolmetschi. Das ist so schade. Hm. Vielen Dank fürs Kommen. Du hast toll gespielt. Ja, danke, Christine. Marco, weiter geht's. Komm. So, Marco, das war dramatisch gerade. Ja. Und dann sind sie weg, die Christine. Schade. Ja, total, oder? Mhm. Werden sie gerade natürlich nach der tollen Schnellraterunde gut gebraucht. Ja, Finale. Also auf alle Fälle. Ich wusste auch eigentlich ganz viel, aber die Fragen waren, das sind halt ein bisschen Glückssache manchmal. Ja, total. Und dann ist er natürlich auch dran geblieben und dann schnappen sie zu, die Jäger, ja, ne? Oder? Ich bist du mal zufrieden mit der Jägerauswahl sonst? Ja, ja. Also ich hätte jeden genommen. Hättest du auch gemusst. Natürlich. Ja. So, was hast du vorhin gesagt? Du bist ein Technik-Nerd? Ja. Wie äußert sich das? Also wir haben jetzt das Haus gebaut vor kurzem und ich habe die gesamte Smart-Home-Erstellung selber geplant und gebaut bei uns im Haus. Und ja, ich liebe alles, was Technik und so mit Elektrotechnik ist. Habe auch Elektrotechnik studiert. Und okay. Und kommst du aus? Was war, sagst du, Sachsen? Oder? Sachsen, genau. Hirschfeld heißt der Ort. Ein kleines Dürfchen, ziemlich in der Mitte von Sachsen. Und ja, ganz schön dort. So, dann wollen wir gucken, dass du eine schöne Minute hier hast jetzt. Ja, ich drücke dir die Daumen und deine Zeit startet jetzt. Wie viele Nächte liegen zwischen 51 Tagen? 50. In welchem Haushaltsgerät wird heiße Luft durch eine Trommel geblasen? Trockner. Die vier Mägen einer Kuh heißen Pansen, Netzmagen, Labmagen und? Weiter. Blättermagen. Die weibliche Sprintstaffel welches Landes holte 2021 in Tokio Gold über 4x100 Meter? Jamaika. Ja. Eine DDR-Parole lautete, so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen? Leben. Um welche Art des Angelns geht es im Film Aus der Mitte entspringt ein Fluss mit Brad Pitt? Fliegenfischen. Aus welchem europäischen Land stammt das Fest Halloween ursprünglich? England? Irland. Fianchetto ist ein Begriff aus welchem Denksport? Weiter. Schach. Hohes Rad, Hochwiesenberg und Brunnenberg gehören zu den höchsten Bergen welches Gebirges? Alpen. Riesengebirge. Welches Metall besitzt nach Silber die beste elektrische Leitfähigkeit? Kupfer. Welcher Planet wird von genau zwei Monden umkreist? Saturn. Mars. Welcher Argentinier wurde 2021 zum siebten Mal Weltfußballer? Messi? Ja, es ist eine Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 3, alkalisch oder sauer. Welches Ziehen bezeichnet im Übertrag? Mann, du bist auch so gut. 4000, herzlichen Glückwunsch. Ja. Das war richtig stark. Ja, ein paar ärgern mich. Wie ein paar, viel mehr ich war nicht. Ich habe früher ganz viel Schach gespielt und habe eine Kretto nicht gehört. Ach so, was war das? Fianchetto? Fianchetto? Ja, ne, oder? Ja. Was ist denn das? Ich weiß es nicht und das ärgert mich gerade. Du, im Zweifel fragen wir den Jäger gleich. Der wird es dir sagen, aber bitte ärgere dich nicht, wenn du gerade 4000 Euro gemacht hast hier. Okay? So, jetzt nörden wir dich aber mal durch ins Finale bitte. Oder du dich, hier kommt der Jäger. Dritte Runde. Aus der Mitte entspringt ein Sachse in diesem Fall. Marco Kupferschmied.
Hallo, Marco. Hallo. Also irgendwie total sympathisch, ne? Ich kann jetzt gar nicht gemein sein, das ist echt schwierig. Nö, dann seid Sie doch mal nicht, Sie sind doch eigentlich auch ein guter Mensch. Ich will draußen, werde ich ja immer gefragt, und ich sag ja mal jedem, es ist wirklich im tiefen Herzen, ist er ein guter Mensch? Ja, ja, sag ich wirklich, Mensch, wenn Sie ihn kennen würden, unseren Unterhaltungskünstler, unseren Bestseller-Autoren, unseren Speaker, unseren Redner, aber irgendwie verfängt das nicht immer so. 4.000 Euro? Was ist hier los? 4.000 Euro. Und 4.000 bitte. Euro. Ja, und bitte. Marco, for you, 4 Euro. Der war gut, oder? Nehmen wir. Um, vervierfache ich, 16.000. Na, immerhin wieder anständig. Ja, gut. Ich wollte ja zocken, das ist ein bisschen mäßig, aber ja, nehmen wir 16. Mäßig? Aber ja, gefällt mir die Wahl. Mäßig oder mäßig? Mäßig. Du nimmst es aber? Ich nehme die 16, ja. Ja, aber hallo, so. Das, dann machen wir das ja. Aber dann auch bitte, aber auch bitte ins Finale bringen. Jetzt, ja, oh, das hat geknackt gerade noch. Eieiei. 16.000 Euro, die Jagd beginnt. Erste Frage kommt, Marco. Was hat einen Pferdekopf, wie man mit etwas Fantasie aus einiger Entfernung sehen kann? A. Ein Photovoltaik-Panel, eine Erdöl-Tiefpumpe oder eine Windenergieanlage? Pferdekopf in Anführungsstrichen. Was hast du genommen? B. Die Erdöl-Tiefpumpe. Die sieht so aus. Ja, nur wenn die so pumpt. So? Hotte Höhle, ja. Was ist die richtige Antwort? Sehr gut, Marco. Guter Start für 16.000. Was sagt der Jäger? Aus einiger Entfernung. Es geht weiter. Zweites Mal. Welcher Bundespräsident war vorher nicht Vizekanzler einer Bundesregierung? A. Frank-Walter Steinmeier, Walter Scheel oder Roman Herzog? Oh, da kam noch ein Nicken. Ja, ein so gedankliches Nicken. Aber nämlich? Ja, ich habe B, Walter Scheel genommen, aber bin mir nicht sicher. Also Frank-Walter Steinmeier war es. Steinmeier war Vizekanzler unter GroKo Merkel und Scheel war Vizekanzler unter Brandt, ne? Und Roman Herzog nicht, würde ich sagen. Oder, Herr Klussmann? Das klingt sehr gut. Klingt gut, ne? Ja. Ach, was ist richtig? Ja, macht nichts. Gleich vergessen. Der Jäger wird die Lücke dicht machen jetzt. Er war Landesminister in Baden-Württemberg und Roman auch am Bundesverfassungsgericht. So. Na, jetzt durch. Ja, du, man braucht doch keinen Vorsprung für dich, oder? Ist doch viel männlicher jetzt hier 1-gegen-1 zu spielen gegen ihn. Männlicher? Ja, klar, es sind doch zwei Männer hier, die gegeneinander spielen, oder habe ich mich verguckt? Wobei... Ja, das passt. Was denn? Ist auch ein Mann. Ihr Mandrill, oder? Ja. Ja, Mandy heißt er, oder? Mandy Mandrill. Um was für ein Tier handelt es sich bei einem Steinschmätzer? A. Falter, Vogel oder Fisch? Oh, jetzt hat er sie aber gestresst, Herr Klüssmann. Ja, ja. Das war schnell. Hast du überhaupt hingeguckt? Ich hatte keine Ahnung, deswegen wollte ich ihn stressen. Nein! Du hast irgendwas gedrückt? Nein, also ich habe Vogel gedrückt. Nein. Das war mein erster Gedanke, bevor, also als die Frage noch da war, ohne Antwortmöglichkeiten, dachte ich, es kann fast nur ein Vogel sein. Dann habe ich Vogel gedrückt, dann dachte ich, das könnte auch ein Fisch sein. Das ist auch so ein Vogel da. Oh, bitte lass den Steinschmätzer einen Vogel sein. Oh, gut, Marco. Und haben wir eine Chance auf einen Patzer des Mandrills? Nein, damit kenne ich mich aus. Womit? Womit kennen Sie sich aus? Mit Tieren. Mit Tieren, okay. Hier kommt die nächste. Was ist denn? Hier kommt die nächste Frage. Wer sorgfältig und genau ist, der ist A. Okay, wie schreibt man akkurat? K-U-R-1-R, Doppel-K-U-1-R oder K-U-Doppel-R? Guck ganz in Ruhe hin, Marco. Ist alles gut. Und nimm bitte... So wie man spricht, ne? Und nimm bitte... A, akkurat. Freundlicher kann ich doch nicht bitten. Was ist die richtige Antwort?
Doppel-K-U-R. Okay. Schade, Mensch, was sagt der Jäger? Marco, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Hat großen Spaß gemacht. Grüße nach Sachsen, ja, Adelheid. Wir sind dran, wir beide. So, Adelheid, aller Applaus von Malte und mir jetzt für dich. Guten Abend nochmal. Jetzt bist du endlich dran. Hattest ja ein bisschen Zeit, dich nochmal vorzubereiten. Wärst du gut durchgekommen durch die Duelle, oder? Teilweise. Na, du kriegst ja gleich ein frisches, hoffentlich mit Fragen, die dir passen. Du kommst aus Bayern? Ja. Wo genau her? Haus am Schliersee. Okay. Und was machst du beruflich? Und was ich sind bin so schon in Rente. Ach, tatsächlich schon? Ja. Und was sind Hobbys von dir? Ich gehe gern. Du gehst gern? Immer gehen, ja, wandern. Ah, hier bleibst du aber bitte, ja? Ja, ja. Also ich möchte nicht, dass du zu früh gleich wieder gehst, so wie die beiden anderen eben. 60 Sekunden nochmal für dich. Und ich drücke dir die Daumen, Adelheid. Die erste Frage kommt jetzt. Ist die erste Frage wirklich unglaublich? Geht die Redewendung, da fehlen einem die? Worte. Welche drei Buchstaben sind die Abkürzung für den Arzneistoff Acetylsalicylsäure? ACC. ASS. Mit welchem Heinz moderierte Lia Wöhr ab 1966 die Unterhaltungssendung zum Blauen Bock? Gerhard. Heinz Schenk. Ist Slowenien ein Nachbarland von Österreich? Ja. In welchem Jahrzehnt kam Prinz Charles im Londoner Buckingham Palace zur Welt? 50er. 40er. Ja. Welche Haare der Katze bezeichnet man als Vibrissen? Die Schnauze. Ja, welches Fremdwort bezeichnet jemanden, der die Lebensgeschichte einer Person aufschreibt? Weiter. Biograf, die Lilie ist die Nationalblume welches europäischen Landes? Jugoslawien. Frankreich, Christian Dürr wurde Ende 21 zum Vorsitzenden welche Bundestagsfraktion gewählt? SPD. FDP, auf welchem der sieben Kontinente leben die meisten Muslime? In Asien. 1500. Alles in Ordnung, Adelheid. Jetzt gucken wir mal, was er noch an Angeboten hat. Bist du eher so Risikotyp oder nicht? Nix Risiko. Wie du willst. Nix Risiko, ne? Dann bin ich nicht ganz so alleine. Da bleibe ich. Machst du den Malte oder machst du den Marco? Wir gucken gleich mal erstmal, was er bietet. Hier kommt der Jäger. Klusmann, unsere Deutschlandreise geht weiter. Jetzt sind wir in Bayern angelangt mit Adelheid. Grüß Gott. Hallo. Und wir kommen zum Abschluss des Abends mit 1500 Euro. Was haben Sie noch für Angebote? Nehme ich zur Kenntnis. Adelheid, ich habe noch 900 Euro für Sie übrig. Okay, das wäre tatsächlich überlegenswert, würde ich sagen. Aber erstmal gucken. Für das höhere Angebot sollten Sie mehr überlegen. 19.000. Nimm 900, oder? Nimm die 900. Gehst du runter? Ja. Ist dir lieber als nach oben, ja? Weil in der Mitte ist, glaube ich, Quatsch, ne? Also dann runter? Ja. Gut, 900 Euro machen wir so. Und die Jagd beginnt. Auf geht's, Adelheid. Erste Frage. Was haben viele Menschen im Laufe ihres Lebens verlernt? A. Tiefe Hocke. B. Flacher Atem. Oder C. Hohe Ansprüche. Drückst du? Ja. Achso, hatte ich schon. Ich habe mich gedrückt. Adelheid war ganz schnell dabei. Was hast du genommen, Adelheid? B. Flacher Atem. Okay, was ist die richtige Antwort? Die tiefe Hocke. Was sagt der Jäger? Lerne ich immer, wenn ich in Asien bin. Da ist das noch üblich. Tatsächlich? Tatsächlich auch gesund. Im Gebets- oder Meditationskontext? Oder grundsätzlich, wenn Sie entspannen wollen. Oder? Also man sitzt dort nicht, sondern man ist in der Hocke. Und dort. Es hat körperliche Vorzüge. Ja. Weiter geht's jetzt mit einer richtigen Bitte. El Greco begann seine Karriere als A. Porzellanmaler, Holzschnitzer oder Ikonenmaler? Wofür hast du dich entschieden, Adelheid? Ah, Porzellanmaler. Ist das die richtige Antwort? Adelheids erste richtige. Nee, Ikonenmaler. Was sagt der Jäger? Vielleicht wird er irgendwann auch mal gemalt. Von wem? Ikone, ja. Von wem auch immer. Porzellan wurde damals hier noch nicht viel bemalt, sondern in China viel mehr. Und er kam ja aus Griechenland. Welche Zeitspanne reden wir? Früh 16. Jahrhundert. Okay. Gut, danke. Es geht weiter, Adelheid.
Das Wort Alibi bedeutet laut Übersetzung aus dem Lateinischen nichts anderes als A. Irgendwo, nirgendwo oder anderswo. Alibi. Adelheid, weißt du es? Sie anderswo. Ja, ist das die richtige Antwort? Und das ist dein erster Schritt hier. Sehr gut, jetzt geht's los. Was sagt der Jäger? Oh, ja, ich dachte, es wäre eine Falle, weil Ahn eigentlich auf etwas nicht dastehen ist. Ne? Anarchie. Okay. Der A wäre auch das Nichts. Drei noch. Gedacht. Wie nennt man die Grundstellung beim Boxen? A. Konsum, Auslage oder Scannen? Das hast du schon mal gehört, oder? Nee. Was hast du genommen? B. Auslage. Was ist die richtige Antwort? Gut, Adelheid, jetzt bist du auf dem Wege. Was sagt der Jäger? Ja. Weiter geht's mit der nächsten. Der Fußballer Kevin Prince Boateng ist ein Großneffe welcher Weltmeisterschaftslegende? A. Dino Zoff, B. Helmut Rahn oder C. Bobby Charlton? Sagt er zumindest. Was hast du genommen? Wen hast du genommen? C. Bobby Charlton. Das wäre der Engländer. Dino Zoff ist der italienische Torwart. Aber richtig ist leider Adelheid. Helmut Rahn, unser 54er-Held. Was sagt der Jäger? Ist das nicht erwiesen? Ist das nicht erwiesen? Beim Prinzen ist nichts erwiesen. Er kommt ein wenig näher, Adelheid. Das macht aber nichts, denn du brauchst nicht mehr viel, nur noch zwei richtige. Aha. In welcher Gegend spielt die kultige Bauernhof-Fernsehserie Die Fallas? A. Im Erzgebirge, Schwarzwald oder Hambacher Forst? Immer gern geguckt. Schwarzwald, B. B, ja. Schwarzwald, ist das richtig? Gut, oh, Adelheid, jetzt bist du auf der letzten Stufe. Eine noch, was sagt der Jäger? Fallera, Valerie Fallera, einmal noch richtig bitte jetzt, Adelheid, dann haben wir's. Der Fortsetzungsroman von Erich Kästners Emil und die Detektive heißt Emil und die A. Fünf Vierlinge, vier Drillinge oder drei Zwillinge? Ich wusste, dass es irgendwas ist in der Richtung. Wofür hast du dich entschieden? Sie, drei Drilling, Zwillinge. Drei Zwillinge, ist das richtig? Ist Adelheid Finalistin bei Gefragt gejagt? Ist das kleinste. Luxemburg. Was in Frankreich Art Nouveau und in England Modern Style genannt wird, heißt in Deutschland wie? Jugendstil. In einem Tempel in Olympia auf dem Peloponnes stand welches der sieben Weltwunder? Weiter. Welche Art von Gewässer durchquert man an einer Furt? Fluss. Welche Platte ist das Gedächtnis eines Computers? Westplatte. Welche Stadt bei Neapel war die erste und über 200 Jahre lang wohl bedeutendste Seerepublik Italiens? Weiter. Marienplatz heißt ein wichtiger U-Bahnhof welcher Millionenstadt? München. Am Körper bilden die Füße das Ende der? Beine. Als welche Fächer bezeichnet man Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zusammenfassend? MINT-Fächer. Der Film Es war einmal in Amerika spielt hauptsächlich in welcher Stadt? New York. Welcher Sergio wurde im Jahr 2022 als Italiens Staatsoberhaupt wiedergewählt? Weiter. Welche Farbe haben frische, rohe Blumenkohlröschen? Grün. Wie oft muss man 5 von 21 abziehen, um 1 zu erhalten? Viermal. Was antwortet man im Kreuzworträtsel auf Form der Dichtkunst mit 4 Buchstaben?
kurz. Welcher Emmerich komponierte die Operette Gräfin Marisa? Weiter. Wie heißt der berühmteste Klempner der Videospielgeschichte? Mario. Welcher Deutsche wurde 2021 Trainer des Premier League Clubs FC Chelsea? Thomas Tuchel. In welcher Stadt wurde Heino geboren? Weiter. Auf dem Wappen der Bahamas ist welcher von Hemingway oft gejagte blaue Fisch zu sehen? Wahl. Aus welchem Material waren die Stoßzähne eines Mammuts? Elfenbein. Welcher Ryan spielt in der Abenteuerkomödie Free Guy die titelgebende Hauptfigur? Weiter. Gut, habt ihr es gemacht. 14 sind es geworden. Doch. Malte, aber da bist du richtig nochmal aus dem Sattel gegangen. Stark. Und jetzt wollen wir hoffen, dass Herr Klussmann unter Druck gerät gleich. Zum letzten Mal heute Abend, hier kommt der Jäger. So, Herr Klussmann, einmal noch heute gegen die beiden, die durchgekommen sind. Sehr gut. Haben eine 14 vorgelegt. Ihr habt die Möglichkeit, ihn zurückzusetzen. Wenn er patzt gleich nach kurzer Beratung, nutzt das bitte. Sollen wir loslegen? Gerne. Ja, dann zum letzten Mal heute Abend. Die Jagd beginnt. Sebastian Klussmann ist der Jäger heute. 2 Minuten hat er Zeit für 14 richtige Antworten und seine Zeit startet jetzt. Die fiktive Heldin Lara Croft kennt man aus Filmen. Und welches Nachbarland von Deutschland ist das größte? Frankreich. Welcher britische Street-Art-Künstler? Banksy. In der antiken Stadt Ephesos stand welches der 7 Weltwunder? Artemis-Tempel. Mit welchen Behältern kennt sich ein Aquarist besonders gut aus? Mit Aquarien. Was für eine Kopie ist das Backup? Eine Sicherheitskopie. In welcher Schweizer Stadt fiel Kaiserin Elisabeth von Österreich 1898 einem Attentat zum Opfer? Zürich. Stoppt die Uhr. Erste Chance für euch. Schweizer Stadt. Genf. Jo. Adelaide? Nimm mir Genf. Nimm dir Genf und dann nehme ich Genf auch und freue mich drüber. Richtige Antwort. Gut. Erster Rücksetzer, 1,26 für 9. Herr Klussmann, Zeit startet jetzt. Der Appellhofplatz ist ein wichtiger U-Bahnhof welcher Millionenstadt? Köln. Am Körper bilden die Hände das Ende der? Arme. Als welchen Streich bezeichnet man einen politischen Umsturz von oben? Stadtstreich. U612 läuft in der TV-Serie Das Boot. In welcher norddeutschen Stadt frisch vom Stapel? Hamburg. Stopp die Uhr. Kiel oder Bremen? Können wir nur raten. Oder Lübeck. Was nehmt ihr? Kiel. Richtig, Malte. Sehr gut. Ich bin da aufgewachsen. Sehr gut. Da kannst du nichts anderes sagen. Als. Ich habe die ja noch gesehen, als die Bundeswehr noch U-Boote hatte. Und ja. Als ich Kind war, sind wir immer dran vorbeigefahren. Vielleicht blankes Geld wert heute Abend. 1-0-3, ja. Herr Klussmann für 7. Zeit startet jetzt. Welcher Sven wurde 2021 Queer-Beauftragter der Bundesregierung? Hasse. Stopp die Uhr. Sven? Welcher Beauftragter? Queer-Beauftragte. Wer-Beauftragte? Also Queer-Beauftragte, nicht Wer-Beauftragte. Sven Lehmann ist die richtige Antwort. 58 Sekunden und die Zeit startet jetzt. Welche Farbe haben frische, rohe Brokkoliröschen? Grün. Wie oft muss man 4 von 12 abziehen, um 0 zu erhalten? 3-mal. Was antwortet man im Kreuzworträtsel auf Form der Dichtkunst mit L? Lyrik. Welcher Karl Friedrich gründete 1809 die erste Berliner Liedertafel? Pass. Stopp die Uhr. Karl Friedrich Liedertafel. In welchem Jahrhundert? Braucht jetzt die Antwort und bitte euch zuzuhören. Ist falsch. Er heißt Karl Friedrich Zelter. Nee. 36 Sekunden für 4 und die Zeit startet jetzt. Wie heißt der bekannteste Filmpreis? Oscar. Welcher Österreicher wechselte 2021 von Bayern München zu Real Madrid? Alaba. Aus welcher Stadt stammt die deutsche Band Tokotronic? Hamburg. Die Dahlia ist seit 1963 die Nationalblume welches amerikanischen Landes? Mexiko. Ja, damit haben wir es. 15 Sekunden waren es nur noch. Herzlichen Glückwunsch, ja, Herr Klussmann. Dankeschön. Sehr nervenstark. Ich musste mich konzentrieren. Das war jetzt so tatsächlich viel Arbeit, viel Konzentration. Aber ja. Starke Leistung, tolles Duell.
Absolut. Sie haben mich gefordert. Das habt ihr. Vielen Dank an euch beide. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, danke, Adelheid. Ja, danke, ja. Malte. Das war gefragt, Georg, für heute. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Guten Abend für Sie. Tschüss.